Jo Leute, willkommen zurück zu Yonda, der letzten Aufnahme für diesen Monat. Eventuell habe ich es nämlich hingekriegt und habe die Videos versaut. Beziehungsweise eins hatte ich zu viel, eins hatte ich, wo 2 Sekunden waren vom Spiel. Und habe das nicht mitbekommen. Deswegen habe ich gedacht, ach, ich bin fertig für den Monat. War aber leider nicht so. So. Moment, war das gerade eine Katze? Ne, ich habe mich, glaube ich, verhört. Ah, ne, das können hier die Vögel gewesen sein. So. Okay. Weiter im Text. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Was müssen wir machen? Ich vermute mal... was ist das denn? Das Bartduell. Okay. Was ist das? Das ist doch ein Teleporter, oder nicht? Möp. Moment, ich würde gerne einmal dahin. Nein. Wegpunkt entfernen und Fahrt dahin setzen. Weil ich dachte, dass in die Richtung irgendwo die Farm ist. Also hier in der Nähe müsste die sein, wenn ich mich richtig erinnere. Aber da komme ich her, ne? Sieht fast danach aus. Da war eine Katze. Definitiv. Ha, da. Sah ihr doch. Und da hinten ist auf jeden Fall eine Düsternis. So. Hallo, Pingu. So. Ah, da ist der Stein. Ja, und einen. Okay, also den sollte man haben. So. Ich vermute mal hier oben drauf, oder? Ja, da oben ist er. Was willst du denn? Zeig mir dein gutes Herz. Die Verbindung zwischen uns machen uns alle besser. Sammle in einer Region mindestens 50% Glück. Der Pfad ist offen. Wow. Schwerste Aufgabe bisher. Das war im Übrigen der letzte, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, ich kann jetzt überall hin. Aha. Zack, antike Münzen. Und zack. So, oh. Da unten ist erstmal eine Katze. Das ist der Angler-Typi. Und ich wüsste immer noch gerne, wo die scheiß Farm ist. Okay. Gehen wir erstmal auf das Fragezeichen zu. Wir sind, glaube ich, jetzt nicht mehr in der Zitterebene. Sind, glaube ich, jetzt schon weiter. Oh.
Und da, wo ich die Schreiner kennengelernt habe, ne? Ja, so ein Wind. Ja, pflanz den einfach mal ein. Komm, nehmen wir mit. So. Dich pflanzen wir ein. Dich pflanzen wir ein. Und sind damit fertig. So. Jetzt habe ich keinen Samen mehr. Mach dich weg. So. Wo geht's jetzt hin? Also ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder ich konzentriere mich jetzt wirklich auf... Auf den Wolkenfänger. Oder ich mache halt alles so mal zwischendrin. Sowas wie hier zum Beispiel die Brücke. Ah. Die aber ziemlich schwierig sein wird, denke ich. Dieser Laden aufgemacht, wo es Fan-Artikels gibt. Habe ich was zum Handeln mit? Ja, habe ich. Dann nehmen wir die Planken, den Kleber, die Nägel, die Holzplatten, die Stöcke, die geformten Planken, den Holzbogen, die Holzbalken, Kernholz. Steine habt ihr nicht. Was ich schon wieder schlecht finde. Aber Mörtel habt ihr. Pflaum. Aha. So. Das war Blödsinn, wie ich es gemacht habe. Komm, kriegst 12. Dann gucke ich mal, ob ich nicht noch was finde. Die Minze nehme ich noch mit. Und... Achso, geht nicht. Nichts da. Okay. So. Du hast immer noch nichts für mich wahrscheinlich. Das heißt, wir gehen gleich einmal den Berg hier hoch. Zack. Und teleportieren uns mal hoch zu den Konstrukteuren. Ich hoffe, dass inzwischen wieder was nachgekommen ist. Steinbögen und sowas allem. Aber ich hoffe, ich denke es doch eigentlich, dass es jetzt wieder da sein sollte. Und dann sollten wir auch so langsam die Bastlergilde mal ein bisschen weitermachen. Weil auch die könnte ganz praktisch werden. Danke. So. Dich. Schön, dass du schon aufmachst.
Ich muss aber eben hier um die Ecke gehen. Oh. Und auch erst noch Steine sammeln. Weil, wie wir alle wissen, Stein ist die Zukunft. Die da hinten werde ich jetzt nicht holen. Sondern werde jetzt einfach direkt alle erledigt. Ich spüre ein großes Potenzial in dir, Geisterseher. Aha, das war's. Das war sehr viel. Zack und zack. Und dann runter. Und wir können schon mal die Knoten ausrüsten, weil das wird so das nächste sein. Okay. Und man kann das auch über F machen. So. Handeln. Ich brauche ganz viel das und das. Kann sein, dass ich das auch brauche. Das müsste es aber gewesen sein. Lianen wahrscheinlich noch eher. So, 100 haben wir. 12 sind wir bei. Ja. So, und jetzt brauchen wir was für 25. Ich kann Holz verkaufen. Ich werde jetzt noch zum Holzhändler. Annehmen. Gutes. Das hat schon mal ordentlich Stein gebracht. Die Tontöpfe könnte ich auch auf jeden Fall gebrauchen. Kohle, wenn die schon günstiger ist als sonst wo. Und jetzt gucken wir nochmal. Bleierz und dann handeln wir. Haha. Okay. 4 Steinbögen. 4 Steinsäulen. Ich glaube, ich brauchte 6 Steinsäulen. Ich glaube, ich brauchte 6 Steinsäulen. Ja. Habe ich genug, um die 6 Steinsäulen zu basteln? Das müsste hier sein, ne? Ja. Eine Steinsäule. Zweite Steinsäule. Ja, habe ich genug gehabt. So. Dann gehen wir mal zurück. Und gucken mal, ob es da vielleicht eine klitzekleine Farm gibt, die noch zu erobern ist. So, und dann müsstest du ja die Zitterebene sein.
Hallo Pingo. Und hier steht aber auch nirgendwo ein Schild. Ja, ja, mach dich weg. So. Da ist der Eingang zu dem kleinen Dorf. Und da drüben müsste jetzt gleich... Ja. Da drüben müsste jetzt gleich die Brücke sein. Da hinten ist auf jeden Fall ein Schild. Wahrscheinlich für die nächste Brücke, ne? Oh, da ist eine Katze. Eine Pennerkatze. Ja, ich kann mir fast denken, wofür ich das Ganze mache. Das wird ein Mitglied von der Piratengruppe sein, ne? Ja. Toll. Also ganz ehrlich. So. Es wird ein Mitglied der Piratengruppe sein. Moment. Echt nicht? Weil das ist so die war, die erste, die ich ja gefunden habe, die war ja auch so extrem außerhalb. Da musste ich, glaube ich, Düsternis nur für entfernen, da musste ich keine Brücke bauen, aber ich habe das wirklich nur für die blöden Katzen gemacht? Erzähl doch nicht. Okay. Scheinbar ist das echt nur für die doofen Katzen. Scheinbar ist das echt nur für die doofen Katzen gewesen. So. Ja, okay. Das ist ein bisschen enttäuschend, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn ich ehrlich bin, bin ich wirklich ein bisschen enttäuscht von dem, was da jetzt war. So. Was ist denn hier noch so? Steht hier irgendwo ein Schild? Hier könnte ihre Farm stehen. Scheinbar nicht, ne? Ich bin mir auch überhaupt nicht sicher, ob es wirklich die Zitterebene ist oder nicht. Doch, oben das Eisplateau. Ich meine, das war die Zitterebene, wo ich die letzte drauf bekomme. Auf jeden Fall kriege ich hier gut Goldmünze. Hier noch. Ja, gut. Ärgerlich, würde ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, aber es ist ärgerlich. Es ist halt ein bisschen verschwendet, meiner Meinung nach. Und man hätte da wirklich coole Sachen
hinsetzen können. Aber okay, gut, das ist ja jedem selbst überlassen. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, like da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Yonder. Haut's rein, bis dahin. Ciao, ciao.